Willkommen zurück bei Elite Dangerous und wir sehen es vor uns, unser neues Schiffchen, die Federal Corvette oder auf Deutsch die Föderale Corvette. Ich habe mich hochgearbeitet bei der Föderation, hochgespendet, einige Millionen sind dafür draufgegangen und für das Schiff nochmal eine ganze Ecke mehr. Ich habe sie mir vorhin gekauft, habe sie schon komplett ausgestattet, wir überfliegen das gleich bloß mal kurz, damit ihr seht, was alles verbaut ist und dann schalten wir doch direkt mal rein. Zack, da sitzen wir schon. Und gehen wir mal ganz kurz in die Ausrüstung rein. So, ein B8-Kraftwerk, das reicht gerade so. Ich bin ein bisschen drüber über die 33 Megawatt, aber die 160 Millionen für das A8 ist mir dann noch ein bisschen zu happig. Ich wollte, ja gut, der einzige Grund ist nur, ich wollte die Milliardengrenze nicht unterschreiten. Naja gut, aber das haut alles hin, gerade so. Okay, A7 Schubdüsen, A6 Frameshaftantrieb, D5 Lebenserhaltung, A8 Energieverteiler, D8 Sensoren, normaler Treibstofftank, der A7 Schildgenerator, zwei A7 Schildzellenbänke habe ich drin, ein paar Rumpfhüllenverstärkungen und ganz unten Treibstoffsammler. Warum der drin ist, werdet ihr gleich sehen. Und zur Aufhängung, die riesige Aufhängung, danke nochmal für den Tipp, dass das ja zwei riesige sind, das hatte ich total verplant bei meiner ersten kleinen Ausstattung. Da habe ich jetzt einfach mal, ich hätte eigentlich auch gern die Plasmakanonen mal reingebaut, aber dafür bräuchte ich auf jeden Fall das andere Kraftwerk. Aber ich finde auch die Kanonen ganz geil, die B4-Kanonen. Und mit denen würde ich es gerne mal probieren. Dann habe ich statt Impulslaser, habe ich mich dann, dadurch, dass es nur eine große ist und der Rest zwei kleine und zwei mittlere, für 5 Salvenlaser entschieden. Ich habe das vorhin mal getestet, das haut eigentlich ganz gut hin mit der Energieverteilung. Das hat mich erfreut. So, Schildbooster 5 Stück. Zweimal Kühlkörper wegen den ganzen Schildzellenbänken. Und einmal, ihr wisst, ich liebe die Dinger, ein paar Düppelwerfer. So. Das wäre das Schiffchen. Hat so, wie sie jetzt hier gerade steht, ich verlinke euch das mal, ihr kennt mich. Falls nicht, dann erinnert mich bitte. Aber ich versuche wirklich dran zu denken. Sind es ziemlich genau 420 Millionen. Aber durch die Ersparnis hier in der Founders World sind wohl 12,5% sogar, was man hier an jedem Modul, an jedem Schiff sparen kann. Halt ein bisschen weniger. So. Okay, gut, das wär's. Und zwar würde ich die gerne testen im System. Moment. Ich hatte es doch gerade hier noch offen. So, Chilin. Ich habe da schon mal eine Route hingeplant, da seht ihr das. Und zwar sind 150 Lichtjahre, sind 17 Sprünge. Hab vorhin schon nachgeschaut. Hier in Fellows Orbital. Denn dort, Moment, geht es wieder gegen die Emporos da. Da sind wieder Kampfzonen und ein Community-Event und deswegen würde ich da gern hin und die dort testen in der Kampfzone. Wir waren lange nicht in der Kampfzone, es ist locker 2-3 Monate her. Ich kann mich gerade wirklich überhaupt nicht mehr erinnern, also im Dezember, im November auch nicht. Da war eher das Erkunden angesagt und die ganzen Betas, die da kamen. Na gut, da düse ich jetzt hin. Und zwar mache ich jetzt hier einfach einen kleinen Cut. Ich düse dann einfach mal los und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort im Sternhafen angekommen bin. Dann nehmen wir das Community-Event an und dann geht's los. Dann prügeln wir uns da noch ein bisschen rum und ich bin sehr gespannt, wie sich die Corvette hier schlägt. Also haut rein, bis gleich. So, da bin ich wieder für euch. Gerade mal wahrscheinlich 2 Sekunden vergangen für mich. Mehr. Ich musste 3-4 Mal zwischentanken. So, ich bin jetzt hier angekommen im System Chilin. Und da bin ich jetzt direkt im schwarzen Brett. Und da können wir jetzt auch das Community-Event annehmen. Wir müssten es nicht direkt annehmen, wir hätten direkt kämpfen gehen können. 8 Milliarden wurden schon eingenommen von 3.379 Beitragenden derzeit. Verbleibende Zeit immer noch 5 Tage. Es gibt hier bloß 2 Tiers. Also 2... Ich komme immer nicht auf das deutsche Wort, ihr wisst, was ich meine. Und die müssen geschafft werden. Was, ach hier, ich war so fixiert auf die Spende, dass ich das direkt machen wollte. Ne, lassen wir. Okay, das war das. Dann gibt es noch ein anderes Community-Event. Und zwar, da wollte ich euch nochmal drauf hinweisen, das ist was Neues im System Brestler. Da soll nämlich eine Bodenstation gebaut werden, ähnlich der Founders World, ist jetzt so, naja, einmal so quer durch die Blase, so halb durch. Und von der Founders World gesehen, die ist dann hier links oben irgendwo und Brestler ist hier unten. Und da, das ist ein Handels-Community-Event,
Ich sehe gerade, nee, Moment. Genau, man muss hier einfach in das System Sachen verkaufen und zwar, Moment, industrielle Materialien. Irgendwas, egal. Und hierher liefern. Ja, wir können auch auf den Außenposten machen. Ich glaube, das ist ziemlich egal, wohin. Hauptsache in das System. Und dann soll auf irgendeinem der Planeten auch ähnlich der Faunus oder wie auf der Faunus World halt eine Bodenstation entstehen mit entsprechend allen Modulen und allen Waffen und allen Schiffen. Ist natürlich eine geile Sache, wäre dann von Morana zumindest aus gesehen nicht mehr so weit weg. Okay, wir starten jetzt. Wir düsen direkt in die nächste Kampfzone. Wo ist die denn? Die waren gar nicht so weit weg. Hier Kampfbereich heftig. Können wir ruhig mal machen. Und ich muss mich nochmal vergewissern. Destroy Emperors down. Okay, Outpost. Jo, dann machen wir das. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch. Wie lange haben wir nicht mehr gekämpft? Bloß mal so zwischendurch irgendwie einen kleinen Störenfried. War auf die Rübe gehauen, aber so richtig in der Kampfzone oder in den Abbaugebieten, wo auch viele Piraten unterwegs gewesen sind, was ich auch noch machen will hier mit der Korvette, waren wir jetzt nicht. So, da gibt es auch seit, für mich ist es seit heute, für euch ist es wahrscheinlich seit gestern oder vorgestern, neue Informationen zum Patch 2.1. Oder ist es, Moment. Moment, Moment. Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, war das 2.1 oder 2.04? Genau, 2.1. Okay, gut, da habe ich's. Und zwar soll da nochmal das Verhalten der NPCs überarbeitet werden. Hauptsächlich. Oh, schön. Eine Beule im Planeten. Hauptsächlich beim Kämpfen natürlich, denn da stellen sich die Entwickler das mittlerweile ein bisschen anders vor und auch auf der einen Seite fairer, auf der anderen Seite aber auch wieder ein bisschen fordernder, denn auch die sollen dann endlich mal von Hitzeproblemen betroffen werden, betroffen sein, wenn sie die entsprechenden Waffen dafür nutzen, nicht mehr gleich düppeln, so wie man auf die drauf schießt, die sollen dann auch ein bisschen mehr versuchen abzuhauen, wenn das Schiff schon fast am Verrecken ist und ja, so ein paar kleine Tweaks werden da halt vorgenommen an der KI der gegnerischen Kampfschiffe und dass dann halt auch wirklich die Gegner in den größeren, dickeren Schiffen, die dann auch einen höheren Rang haben, halt einen höheren Kampfrang, dass die auch deutlich intelligenter agieren und, das haben sie noch in einem der letzten Sätze dazu geschrieben, derzeit ist es ja so, ich mache das auch ganz gerne und wahrscheinlich auch, wenn wir hier in der Kampfzone gleich sind, wenn die Gegner auf einen frontal zugeflogen kommen, dass ich dann gerne mal einfach in den Rückwärtsgang gehe und dann mich so entgegengesetzt mitdrehe, wenn die so an mir vorbei wollen. Das klappt immer sehr gut. Und da wollen sie wohl was ändern. Genau das ist nämlich das Verhalten, was sie den Spielern so ein bisschen abtrainieren wollen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das haut ganz gut hin, wenn dann das Update oder der Patch 2.1 irgendwann mal kommt. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass die gerade für den ersten großen Patch nachweisen, so ein Ding anteasen, wo ich mir denke, ja, okay, eigentlich wären vielleicht, nur vielleicht, so ein paar andere Sachen, die mit Horizons halt eingeführt wurden, unter anderem natürlich auch planetare Missionen, wichtiger gewesen, dass die endlich mal funktionieren. Gibt da ja einige, die nach wie vor nicht hinhauen. Gut, vielleicht kommt da noch mehr dazu, das war jetzt nur ein Ausschnitt aus 2.1, was dann mit dem Gegnerverhalten geändert werden soll. So. Gut, dann sind wir da. Müssen wir uns einer Fraktion anschließen? Die Emperor's Dawn müssen wir töten, ne? Ich vergewissere mich nochmal. Destroy the Emperor's Dawn. Also müssen wir uns den anschließen. Gut. Okay, dann düsen. Huch! Oh, hab ich was vergessen? Verdammt, ich Vollidiot. Das ist dieser fucking scheiß Treibstoffsammler, der muss raus. Den hatte ich ja vorhin noch an, weil ich hierher gedüst bin. Mann, ich wollte noch dran denken. Komm schon. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich düse nochmal zur Station zurück und lasse das Schild aufladen. Bis gleich. So, willkommen zurück. Und da sind wir gleich wieder in der Kampfzone. Ich konnte noch mit 91% Hülle fliehen. Also ich musste da noch
noch kurz warten nach den Waffen einfahren, um dann auch abhauen zu können. So, jetzt geht's aber los. Jetzt kommt wieder Energielimit überschritten. Ist aber erstmal kein Problem. Da wird jetzt einfach irgendwas ausgeschaltet, was ich gerade nicht brauche. Oh, wir sind Cutter unterwegs. 1, 2, 3. So, na, jetzt bin ich aber gespannt. Was haben wir denn hier? Eine Klippe als erstes. Okay. Oh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe so lange nicht gekämpft. Wie gesagt, 5 Salvenlaser haben wir dabei. 2 kleine, 2 mittlere, einen großen. Und dann noch eine ganze Menge. Wo treffen die? Ne, daneben. Okay, sie düppelt. Ah, hier, guck mal. Genau, Kraftwerk auswählen. Jawohl, Kanone hat getroffen. 2 Viererkanonen. Die feuern aber schnell. Okay, das ging daneben. Jetzt. Ja, auch nicht. So, endlich wieder Geld fürs Kämpfen. Über 700 Millionen haben wir mal irgendwann eingenommen im letzten Jahr durch Kampf. Was haben wir noch? Noch eine Klippe? Ach, Moment. Ich Idiot. Da war ja was. Da müssen die Klipper hin. Huh. Stimmt. Ich war jetzt immer noch dabei, wenn das Kraftwerk 0% hat, aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Was machen die beiden Kanonen? Machen die gar keinen Schaden? Das kann doch nicht sein. Treffen die nicht? Gehen die da durch? Oh, okay. Jetzt hat sich's eh erledigt. Okay, wen haben wir als nächstes? Eine Rakete? Nee, eine Imperial Eagle? Ja, okay. Also die Korvette fliegt sich wirklich spitzenmäßig, da gibt's nichts. Ich finde, hatte ich ja in der Beta damals schon gesagt, besser als die Anaconda sogar. Auch von der Wendigkeit her. Und hat halt echt Feuerkraft ohne Ende. Oh, hier schön mit dem Planeten da im Hintergrund. Eine Viper. Ah, kann ich mich noch gut erinnern, die sind immer gern abgehauen. Gleich wieder Schilder. Gleich sind sie wieder weg. Ja, ich glaube die Kanonen, also das müssen wir noch mal probieren bei dem anderen dicken Schiff. Bei dem kleinen brauche ich es gar nicht erst versuchen wahrscheinlich. Ist sie gleich kaputt. Komm schon. Einer wird schon treffen. Für eine Viper? Haben die das erhöht? Die Kampfbelohnung? Oh, wer greift mich an? Ach Gottchen, eine Eagle. Noch eine Eagle oder was? Ja, ist nicht so schlimm. Nehmen wir es mal die hier vorne. Dürfte nicht so lange dauern. Nein, das hat dann sie haut ab. Irgendwas schießt auf mich, kann doch nicht. War das die. Ich glaube, das ist bestimmt die ASP, die ich vorher drin hatte. Kanone los! Oh, daneben. Kanone! Ach, verdammt. Komm schon, Platz. So, da ist die ASP. Das ist die normale ASP, die Explorer. Ah, okay, das war doof. Hm. Ach, ich sehe schon, komm, ich kaufe dann nachher wahrscheinlich noch den größeren oder das größere Kraftwerk, dazu noch die anderen Plasmabeschleuniger. Komm schon. Seht ihr das? Die Kanone geht durch das Schiff durch. Die treffen überhaupt nicht die Kanonen, die gehen einfach, als ob das Schiff nicht da wäre. Habe ich was verpasst? Muss ich... Nee, eigentlich... Ha. Ich bin gerade irritiert. Das sah vorhin schon so komisch aus bei der Klippe.
Ja, Platz endlich. Oh, eine Pylon. Sehr gut. Auch nicht. So, irgendwas ist merkwürdig mit den 4B-Kanonen, B4-Kanonen. Scheiße. Okay, die haben jetzt sowieso nicht getroffen, aber vorne, als ich nah dran war, ging einer auf jeden Fall wie durch Butter wieder durch. Seht ihr das? Meine Kanonen treffen nicht. Och nö. Hat schon überlegt, Splitterkanonen einzubauen, die sind auch ziemlich geil. Ne, Clipper. Ja. Baller ich halt alle meine Kanonen jetzt hier raus. Achso, übrigens, ja, von der Macht bin ich mit, also von unserer Chefin habe ich mich mittlerweile gelöst, lösen können. Die wollte mich nicht gehen lassen, ist ja klar. Die hat dann meinem Rockzipfel. Ne, was war das denn? An meinem Rockzipfel gehangen. Geh nicht, geh nicht. Bin dann trotzdem gegangen. Kennt jemand Probleme mit den Kanonen? Oder ist das jetzt einfach bloß Pech? Und vielleicht ist nach dem neuen Einloggen wieder alles okay? Ah, vorsichtig. Oh, da ist eine Cutter auf unserer Seite. Die treffen mich. Also, die gehen wirklich da durch. Oh, doch. Da hat gerade eins gesessen hinten. Da haben die einfach keinen Effekt. Es kann ja nicht sein, dass sie keinen Schaden machen. Wie sieht's denn aus? 100.000 haben wir schon klar gemacht. Ich muss mich echt wieder dran gewöhnen ans Kämpfen. ASP, haben die auch größere Schiffe dabei? Da ist noch eine Clipper. Die ist relativ weit weg. Wo ist denn die ASP? Auch woanders. Dann nehmen wir mal die Kurier. Ah, die ist echt schön wendig, die Corvette. Gefällt mir saugut. Fürs Bounty Hunting würde ich die so lassen, wie sie ist. Allerdings dafür einen Schildbooster rausnehmen. Und dafür einen Tötungsbefehlsscanner rein. Ja, würde ich da nicht verändern. Da hat jetzt eine getroffen. Das kommt mir sehr, sehr merkwürdig vor. Also so bin das Verhalten so von den... Oh, eine Cutter. Ach, verdammt, das ist eine von uns. Also so kenne ich das Verhalten nicht von den Kanonen. Ach Gott, noch eine kleine Igel. Weil es ist ein heftiger Kampfbereich, es kann gar nicht mehr so viel los, oder? Ich bin einfach schon wieder weit rausgekommen, das kann auch sein. Ich dreh mich mal. Ah, okay, 7 Kilometer ist der Kampfbereich weg. Ja, guck mal, da hinten wird gekämpft. Düsen wir mal hin. Übrigens, Rückkaufkosten knapp 14 Millionen. Das ist echt brutal. Was haben wir da oben? Noch eine Clipper? Ja, auf deren Seite, da kämpft höchstens mal noch eine Clipper mit. Ach komm, die schnappen wir uns direkt. 60% Hülle, nur noch knapp. Was sagt das Kraftwerk? 99%. Gut.
würden so gern Raketen reinbauen, aber wenn die das nicht gebackt kriegen, dass die Raketen, dass ich einfach mal mehr als irgendwie plus 20 Raketen mitnehmen kann, dann ist es echt traurig. Dann lohnt sich das nach wie vor nicht. Moment mal, könnten wir nicht sogar irgendwas mit unseren Mineralen anfangen? Um eventuell die Waffen zu verstärken? Ah ne, das geht glaube ich nicht bei Laserwaffen, sondern nur bei den kinetischen. Ha, ich weiß es nicht, echt nicht. Könnt ihr das sehen, ob die treffen, ob die nicht treffen, ob die durchgehen? Ich bin gerade echt irritiert. Ach scheiße, jetzt hat sie wieder Schild. Komm schon her. Aber was hat denn von den Python gegeben? Da habe ich nicht drauf geachtet, was wir von der als Kampfbelohnung bekommen haben. Klippe gab 44, ne? 44.000, genau. Was haben wir noch? Eine kleine Cobra. So, warte mal, wir haben noch Synthese, FSA-Einspeisung, großkalibrige Munition für die Kanone. Könnten wir Premium herstellen. 30% Schaden. Könnten wir sogar... Na doch, nee, könnten wir bloß einmal machen. So, da ist noch eine andere ASP Explorer. Die nehmen wir noch mit. Ich mache jetzt ein paar Minuten länger, weil das alles ein bisschen komisch war, weil wir vorhin nochmal rumdrehen mussten. Oh nee, das war doof. Komplett daneben. Jetzt steht sie da, jetzt kann ich nochmal drauf ballern, bevor sie explodiert. Nee. Die frisst von meinen Kanonen keinen Schaden. Nur von den anderen, die da ankommen. Seht ihr das? Das war jetzt auch nicht von mir. Sehr, sehr eigenartiges Verhalten. Was haben wir noch? Eine Cobra. Ah, noch eine Clipper. Ich würde gerne mal von den anderen so ein großes Schiffchen wegballern. Oder eine Corvette. Es gab eine Anaconda, gab 72.000, ne? Dann müsste ja eine Corvette und eine Cutter locker 80 geben. Ach gut, die hat auch bloß noch ein paar. Halt. Was ist ein PVL? Ist das die Planetenlandeeinheit? Die hat da mehrere mit, nicht bloß eins. Oh, Vorsicht, Freundchen. Na komm schon, geh kaputt mit deinen 2%. Ah, da ist noch ein Python. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Obwohl gerade jemand anders auf mich schießt, aber das ist vielleicht bloß so ein Turm, ein Tourette. Nee. Vergessen. Haut nie im Leben hin. Die haben zwar jetzt hinten irgendwas getroffen, aber da hat er nichts von der Hülle abgezogen. Ups, 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 das wollte ich nicht. Scheiße. Na komm schon, geh hoch. Kraftwerk hat nur noch. Nur noch nichts eigentlich. Aber so, wer will jetzt was von mir? Clipper. Noch eine Clipper. Also heute ist Clippertag. Ja, also ich, ja, die Kanone werde ich dann rausbauen. Ich hoffe, ich gehe dann nach der Folge direkt mal hier zum Sternhafen zurück. Mal schauen, ob die da vielleicht ein paar nette Waffen für uns haben, die ich dafür reinsetzen könnte. Weil das ist echt schade. Also das haut nicht hin. Ah, okay.
Düppel haben wir heute auch noch nicht. Wir können jetzt mit Spaß nochmal eine Schildzellenbank nutzen. Wir haben zwar noch genug Schild, aber die laden gerade so den äußeren Ring wahrscheinlich auf bei der Schildstärke hier vom Schiff. Ah, die müsste platzen. Ach Gott, so ein kleines, popliges, imperiales Kampfschiff. Achtung, Schildzellenwand. Überhitzung und Kühlkörper. Ah, da ist er schon explodiert. Kann ich gar nichts mehr mitmachen. Noch eine Viper MK4. Okay. Das hätte, glaube ich, doch einiges mehr an Schild aufgeladen. Die Viper MK4 haben wir auch noch irgendwo rumstehen. In Sol steht die irgendwo rum. Habe ich vorhin noch mal nachgeschaut. Oh, die düppeln mir echt zu viel. So, was kriegen wir von jetzt? 20.000. Da haben wir jetzt wie viel gemacht? 400.000? Ja. Was waren das? Knapp 20 Minuten? Ja, nicht ganz. Viertelstunde. Ungefähr. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben endlich auch die Corvette in unserer Flotte. Und ich nehme mir schon mal die kleine Igel vor. Die wollte ja was von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.